Hallo sagen Ihre beiden Kommentatoren Frank Buschmann und Mani Breukmann. Gleich geht's los mit dem Spiel. Ja, gleich geht's los. Frank, was glaubst du, was wird heute passieren hier im Stadion? Also für mich ist das völlig offen. Ich kann definitiv kein... Ja, vielleicht war die Entfernung doch zu groß. Er erkämpft sich den Ball mit der Grätsche. Das muss er auch können. Tesche. Das Ding muss er sicher haben und er kriegt es sicher unter Kontrolle. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich auch locker aufnehmen. Gut blockiert vom Verteidiger. Wie damals Schwarzenbeck. Grätsche und Ballbesitz. Tesche. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Jetzt ins Tor. Vorsicht, Kopfball. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Der Ball ist frei. Beeilt euch. Abgefälschter Ball und im Aus. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Geht er rein? Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab, das hat wehgetan. Jetzt greift er ihn an. Petric. Wenn der am Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Ein und er trifft. Steht falsch, er guckt dumm, er hat alles falsch gemacht in der Situation. Ja, und das stimmt die ganze Abstimmung nicht. Also ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Und nun Christian Tiffert. Ja, da sollten Sie den Ball lieber nicht verlieren. Da steht ihm die... Schon wieder ein Treffer. Zwei Tore am Stück. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler. Hier deutlich zu erkennen. Den kann er nicht festhalten, muss er aber. Und dann ist das natürlich eine Pflichtaufgabe für den Stürmer. Und nun Christian Tiffert. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte... Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Auch der Übeltäter hat es eingesehen, es gibt Freistoß. Das ist doch jetzt eine Karte, mal ehrlich, Frank. Ja, also ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen. Irgendwann muss er mal Grenzen setzen.
Vorsicht, das ist nicht der Normalzustand. Normalerweise trifft er alles. Ja, also das ist die ganz, ganz große Ausnahme. Überrascht mich auch, ehrlich gesagt, denn das sieht man selten. Tesche. Da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Und der Spiel ab auf die Außenposition. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. Das sieht nach einer komfortablen Führung aus, kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2:0. Das war spannend, das war rasant, das war dynamisch. Ein tolles Spiel, Busch. Ja, wir sind auch noch richtig aus dem Häuschen, genau wie die Leute hier im Stadion. Fantastische Atmosphäre, passend zum Spiel. Daneben. Setzt sich schön durch. Da kannst du doch nur noch verzweifeln bei so einem Torwart. Überragend. Und Abstoß ist die logische Folge. Tesche. Diekmeier. Guck mal hin. Das Bällchen ist noch heiß. Ja, und da sind sie schlicht im Weg. Den holt sich der Keeper. Ball im Aus, Einwurf. Am Tor vorbei. Trainer, er will taktisch noch mal was verändern. Das heißt, er muss etwas verändern und darum wechselt er aus. Florian Dick. Und nun Christian Tiffert. Das gibt Freistoß und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Oh, jetzt werden sie richtig hart bestraft. Platzverweis und noch ein gefährlicher Freistoß. Aber wollen wir mal sagen, Manni, diese rote Karte geht hundertprozentig in Ordnung. Er trifft den Pfosten! Ich habe ehrlich gesagt schon länger drauf gewartet. Jetzt kommen zwei frische Kräfte. Sofort abgezogen und ist drin! Das, Frank, nennt man wohl eine deutliche Sprache jetzt. Ja, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da sich noch mal was ändert. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es. Schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Achtung! Ist! Unglaubliches Tor! Ja, so ist das. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Ja, er versucht es wenigstens mal. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Kann er sich den Ball holen? Oh, an die Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Schuss und... Was für ein Tor!
muss es bei ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. Ganz klare Führung jetzt. Kirsch. Ganz schnelle Entscheidung. Foul, aber Vorteil. Perfekt gemacht. Gutes Auge vom Referee. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Jetzt wird es brenzlig. Jetzt zieht er ab. Erstmal nur abgewehrt. Handspiel unterbunden vom Referee. It's time for a change. Wechselzeit. Das sieht gut aus. Und der Angriff wurde gestoppt. Tesche. Markus Berg. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Und der Keeper ganz sicher. Den Ball erkämpft und einen ein Schuss aus einer Wahnsinnsdistanz ganz knapp vorbei. Das wär's gewesen. Spannend war es nicht. Von Anfang an eine einseitige Partie. Und am bisherigen Spielverlauf wird sich wahrscheinlich in den verbleibenden Minuten... Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und wieder gehalten. Der Mann ist in einer fantastischen Form. Der macht heute das Spiel seines Lebens. Unglaublich, was der hier heute abliefert. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Und Heiko Westermann. Das Spiel ist aus. Der HSV hat gewonnen. Da muss der Verlierer eine lange Fehleranalyse machen. Das Ergebnis spricht Bände, aber man muss noch ein paar Takte dazu sagen, glaube ich. Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite natürlich ein völlig verdienter Erfolg. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.